Drogenschmuggler lassen sich ja viel einfallen, um den Stoff heimlich ins Land zu bringen. Und sie gehen dabei auch immer brutaler vor. Da werden sogar Flugzeuge gekapert, um die heiße Ware auszufliegen. Ein deutscher Pilot, der hat das 2012 in Venezuela erlebt. Sein Fall zeigt, wie die Drogenkartelle weltweit operieren und den Schmuggel über den Wolken organisieren. Ja, und Experten sagen, auch in Europa und bei uns in Deutschland ist das möglich, denn es gibt Sicherheitslücken. 11. August 2012, 23 Uhr Ortszeit. Valencia in Venezuela. Landeanflug auf den internationalen Flughafen. Das Flugzeug Typ Bombardier Global Express ist eine der größten Geschäftsmaschinen, ein fliegendes Luxusapartment. An Bord nur eine Passagierin, eine offenbar reiche Libanesin. Der Flug kostet 186.000 Euro. Direkt nach der Landung wird die Maschine auf eine abgelegene Parkposition dirigiert. Flugkapitän Lückert wundert sich, schöpft aber keinen Verdacht. Im Nachhinein wissen wir wieso, weil sie die Tür und alles in der Schattenseite haben wollten. Die Passagierin übernachtet im Hotel. Lückert und die Crew entschließen sich, in der Maschine zu schlafen. Denn ganz früh am nächsten Morgen will die Libanesin ihre Reise fortsetzen. 12. August, etwa 1 Uhr. Auf alle Fälle war es so, dass wir plötzlich gemerkt haben, dass viel Bewegung am Flugzeug ist. Und wir haben dann geguckt, was los ist, haben plötzlich gesehen, dass zwei Autos am Flugzeug hinten stehen. Bewaffnete Männer, teilweise in Tarnkleidung, öffnen das Flugzeug. Durch die Ladeluke werfen sie Gegenstände in die Maschine. Es waren weiße Plastiktaschen, Säcke, muss man sagen, die groß das Rotkreuz-Logo drauf hatten. Was man denkt, ist man in dem Moment erstmal, jetzt läuft irgendwas tierisch schief. Mit Schnellfeuergewehren halten die Männer die Besatzung in Schach, verladen insgesamt 47 Säcke. Den Inhalt kennt die Crew zu diesem Zeitpunkt noch nicht. 2 Jahre sind seitdem vergangen. Erstmals berichtet Flugkapitän Lückert über jene Ereignisse. Kai Lückert ist nicht sein richtiger Name. Aus Angst vor der Drogenmafia lebt er heute mit einer neuen Identität. Denn Lückert begreift schnell, dass es um Rauschgift gehen muss. Die Lage wird immer bedrohlicher. Dann wurde mir am Telefon gesagt, wenn wir jetzt nicht sofort losfliegen, werden wir umgebracht und unsere Familien. Wobei dann diese klassische Bewegung auch mit Halsdurchschneiden gemacht worden ist. Das Drogenkartell lässt sich regelmäßig die Positionsdaten durchgeben, droht mit dem Tod der Familien. Lückert hat über das Bordtelefon Kontakt zu seinem Chef in Zürich aufgenommen. Der informiert Interpol. Auch das Bundeskriminalamt ist eingeschaltet. Stunden vergehen, dann eine positive Nachricht. Die Familien waren in Sicherheit gebracht. Die Behörden haben uns langsam gesagt, okay, so und so schaut's aus. Das schlagen wir euch vor, fliegt nach Gran Canaria. Und dann war für uns der greifbare Plan da, dass wir aus den Klauen der Kriminellen rauskommen. 15 Uhr. Um nicht doch noch von der Drogenmafia geortet zu werden, schaltet die Crew den Transponder ab. Die Maschine ändert ihre Route, neues Ziel, die Kanarischen Inseln. Ermittler gehen davon aus, dass die Drogenkartelle immer häufiger Privatflugzeuge und Businessjets nutzen, um ihr Kokain nach Europa zu bringen. Zum Beispiel flog ein mit Kokain vollbeladener Businessjet im April 2011 unbehelligt um den Globus und wurde erst in Stuttgart abgefangen. Aber auch von Afrika aus, oft von Marokko, starten Kleinmaschinen mit Drogen Richtung Europa. Das geht sogar innerhalb Europas so, weiß Peter Ganzer, Sicherheitsexperte der SPD im Bayerischen Landtag. Mit dem Schmuggel per Kleinflugzeug beschäftigt er sich schon seit Jahren. Auch Crystal Meth kam so schon aus Tschechien nach Bayern. Wenn ich mit Kleinflugzeugen, zum Beispiel Drogen oder Diamanten oder was auch immer schmuggle, dann lande ich auf diesen kleinen Flugplätzen, wo der Zoll gar nicht mehr vertreten ist. Und damit muss ich keine Sorge haben, dass das Flugzeug überhaupt kontrolliert wird. Wir wollen das testen. Starten von einem kleinen Flugplatz in Tschechien. Sind gespannt, ob sich der deutsche Zoll oder sonst jemand nach der Landung für unser Gepäck interessiert. Auch unser Pilot kennt diese Kontrolllücken. Die Verkehrsländerplätze bzw. Sonderländerplätze, die haben natürlich einen Flugleiter und mehr nicht. Na? Also der Flugleiter macht natürlich keine Kontrollen, der ist nur verantwortlich, lediglich dem Piloten Start- und Landerichtung zu sagen und den Wind. Der Flug kostet gerade mal 2.000 Euro.
Nach 40 Minuten erreichen wir unser Ziel, einen ehemaligen Militärflugplatz in Sachsen. Jeder Privatflieger kann hier landen. Wie vermutet, keine Kontrollen, kein Zoll. Hätten wir 10 Kilogramm Rauschgift geschmuggelt, würde das bis zu 1 Million Euro erzielen. Diese Lücken und Kontrolldefizite sind auf europäischer Ebene lange bekannt. 16.12 Uhr. Kai Lückert landet auf Gran Canaria. Jetzt stellt sich heraus, in den Rotkreuzsäcken sind 1,5 Tonnen Kokain verpackt. Der Wert rund 40 Millionen Euro. Für Kai Lückert und seine Kollegen ist der Albtraum allerdings noch nicht vorbei. Die spanische Polizei glaubt ihnen zunächst nicht, verhaftet sie. Erst als die wahren Täter identifiziert sind, kommen sie wieder frei. Verhaftet wird nicht nur die Libanesin, die die Maschine gechartert hat, sondern der eigentliche Drahtzieher, der weltweit gesuchte Drogenbaron aus Venezuela, Efraim Pereda. Und der libanesische Waffendealer Ali Kolelat. Was als ganz normaler Flug begann, wurde für Kai Lückert und seine Crew zum Horrortrip. Aus Angst vor Racheaktionen fliegt er heute bestimmte Länder erst gar nicht mehr an.